Ich war heute total überrascht von der Nachricht, dass Erhard Busse verstorben ist. Denn gestern, kurz vor 18 Uhr, habe ich ihn noch gesehen, war zu Gast bei uns in der Landeshauptstadt in St. Pölten im Festspielhaus im Rahmen einer Benefizveranstaltung für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Und da habe ich mit ihm noch einige Worte gewechselt. Und umso überraschter war ich ob seines Todes. Erhard Busseck war eine große Persönlichkeit, der stand für Vielfalt und Offenheit. Er hat auch den Beitritt zur Europäischen Union vorangetrieben, gemeinsam mit Alois Mock. Und er war oft Querdenker und vor allem auch Visionär. Und mit ihm verbinden mich sehr viele Erinnerungen der Familie jetzt in diesen schweren Stunden. Vor allem auch ganz, ganz viel Kraft. Er kam immer wieder gerne zu mir auf Kaffee und vor allem auch auf den Meinungsaustausch, denn das Interesse an der Politik hat ihn nie losgelassen.